Guten Morgen, meine Lieben. Es ist nicht mehr morgen, es ist schon 11 Uhr, aber das ist bei mir so im System eingespeichert. Aber hallo, begrüße ich ganz herzlich. Neben mir steht hier Influencer Dr. Opa, der seine Story gerade bearbeitet. Der zum 250. Mal heute anschaue. Ja, das auch. Immer wenn er eine Story postet, den ganzen Tag über. Ich bin mein eigener Fan. Ja, heute ist Samstag und wir sind gerade ein bisschen am zubereiten für Frühstück sozusagen. Also wir machen jetzt nicht das, was fürs Frühstück, weil wir jetzt frühstücken wollen, sondern wir bereiten etwas vor. Das haben wir schon uraufgemacht. Wie heißt das? Vinette. Das sind so Melanzani-Salat. Der Baba hat das hier schon vorbereitet. Das sind eigentlich Melanzanis, die man röstet, also so in der Pfanne, dann die Haut abmacht und das ist das Überbleibsel. Das wird der Baba jetzt so hacken und ich mache dazu eine Mayonnaise. Dafür habe ich mir schon die Zutaten zubereitet. Einmal Senf und Eier und Salz und Pfeffer. Und was ich damit mit Frühstück meinte, ist, dass die Kinder das total gerne zu Frühstück auf Brot essen. Aber die Kinder haben schon gefrühstückt. Wir machen das dann für morgen. Und ja, heute ist Samstag, wir werden wahrscheinlich ein bisschen einkaufen gehen und wir müssen das Wohnzimmer endlich fertig machen. Für die Leute, die uns auf Instagram folgen, die wissen Bescheid, dass unser Wohnzimmer wie ein Chaos ausschaut. Ich zeig's euch dann. Ich zeig's euch danach. Ich mache aber zuerst die Mayonnaise und dann zeige ich euch das Wohnzimmer. Mayonnaise ist super einfach gemacht, also für die Leute, die mal selbst Mayonnaise machen wollen. Ich lieb's. Also so kaufe ich selber gerne Mayonnaise, wenn ich zum Beispiel für Pommes oder irgendwie so Mayonnaise haben möchte, dann nämlich die gekaufte, aber in so Essen, in so Aufstrichen, mache ich gerne selber Mayonnaise, weil ich finde, es schmeckt so viel besser. Für selbstgemachte Mayonnaise braucht man frische Eier, das sind nicht gekocht, also das sind roh. Dann braucht man Öl, Senf, Pfeffer und Salz. Da ist bei uns das Salz drin. So. Und diese ganzen Zutaten, also Zitronensaft. Habe ich vergessen. Zitronensaft und dieses Ganze wird zusammen miteinander vermixt. So, mein Part ist schon mal fertig, also die Mayonnaise ist fertig und es schmeckt so, so lecker. Wirklich sehr einfach und super lecker. Und der Baba klopft jetzt schon seine Vinettes, also diese Melanzanis. Und genau, Zwiebeln kommt da auch noch rein, das hat er ganz klein geschnibbelt und ja, da schmeißen wir dann alles rein. So, das erste ist schon mal fertig, jetzt kommt noch die Mayonnaise dazu, mein Schatz. Papa verrührt das Ganze. Ich habe jetzt auch angefangen, hier eine Kürbiscremesuppe zu machen. Zum Mittagessen gleich. Ja. Vorbereitung ist alles, oder? Ja. Der Papa. Schöne Story. Story. Heute ist Papa Story. Ja, heute bin ich wieder in. Folgt uns gerne. Also, der Papa heißt Dr. Rotbart und ich heiße mich Diamanta. Und folgt auch gerne unserem Hühlerprofil. Diamanta Mr. Clean. Da posten wir nämlich auch ganz viele coole Sachen. Gutes Videos. Baba, das ist Babas Kanal, das führt er, das ist seine Leidenschaft, der Staubsauger, also Hühler, Staubsauger, Luftreiniger. Bitte dort schauen. Ich habe euch ja nach dem Kochen versprochen, dass ich euch das Wohnzimmer zeige und da seht ihr auch schon unser neues Schränkchen. Oh oh, sind die Legos am Boden gefallen? Lisa. Auf jeden Fall war hier mal ein Kallax, wir hören. Seht ihr mich sogar? Ich spiegel mich. Auf jeden Fall ist der weg, der ist jetzt im Büro. Der ist jetzt voll mit so Bürosachen. Also die ganzen, zeige ich euch dann auch, wenn ihr wollt. Ja, und der ist jetzt leer. Der Papa hat die jetzt vorhin noch an der Wand montiert. Kann man das sehen? Also der hat die da befestigt. Und er hat sie auch aneinander befestigt. Das ist eine, sind Billigregale. Das ist mal so ein schmaler. Und es ist ein breiter. Und hier haben wir Vitrinen, weil hier werden wir die Bücher reingeben. Also hier waren ja die Spielsachen drinnen und die Spielsachen sind aktuell gerade überall. Hier die Bücher. Hier sind. Du spielst gerade, ja.
kommt dann da und hier, schau dir mal das an. Chaos pur im Wohnzimmer. Ah, die Leiter kommt aber weg, oder? Ja. So, wir kommen da irgendwie voran, aber nicht so wie sollte. Jeder diskutiert hier mit jedem. Das schaut auf jeden Fall schon mal wirklich schön aus. Schaut mal, ich habe die Bücher nach Regen, oder wir haben die Bücher nach Regen. Wir, also meine Idee, du wolltest einfach alle irgendwie reinschmeißen. Nein, nein, nein. Doch, wolltest du. Nein, wollte ich nicht. Aber das war meine Idee. Regenbogen. Und ich habe alles sortiert mit Lack. Ja, genau. Und ich habe es da drinnen sortiert. Auf jeden Fall. Das kann man zumachen. Das ist voll cool. Deswegen. Schaut doch beautiful aus. Und das sieht man dann nicht mehr. Geil. Also wir haben jetzt hier Spielzeugsortierstation. Hier alles ausgeleert. Hier haben wir auch was reingefüllt. Und ja. Kinder müssen überall mit aufräumen, aussortieren. Unser Buddy passt auf den Kleinen auf währenddessen und nicht wundern, wir haben mal wieder Wäsche. Wobei ich gestern echt schon super gebügelt hatte und so, aber never ending story bei uns. So, meine Lieben, wir sind fertig. Ich habe mein Wohnzimmer wieder. Oh mein Gott, kann ich das vorstellen? Ich habe wieder mein Wohnzimmer, wobei die Wäsche muss auch noch weggefalten werden. Der Kleine schaut ihn noch an, er richtet sich ständig in der Wippe hoch. Bleib mal kurz liegen, du. Und ich zeige mal, wie das ausschaut. So sieht man die Bücher und da drinnen sind jetzt die ganzen Spiele, Puzzles und weiß ich nicht was. Und hier, wie gesagt, halt die Bücher und hier haben wir die Kissen dann drinnen. Mit ein paar Sachen noch. Und sonst wurden Sachen auch hier reingetan. Das haben wir ja auch. Ja. Heute steht noch ein bisschen Wäsche an, wie ihr sehen könnt. Das machen wir heute noch fertig. Aber jetzt gehen wir mal die Kürbiscremesuppe essen. Weil ich habe hier gekocht, habe ich ja gesagt, oder? Glaube ich. Wir sind jetzt spazieren mit den Hunden. Und wir haben hier einen toten Kopf. Ein harten Kopf. Oder vielleicht ein Reh. Vielleicht nimmst du die Lucy auch. Ich habe schon eine Kleine, das ist echt anstrengend. Mein Rücken bringt mich schon um, der Kleine. Ist so schwer. Wie er Mama, guckt. Du kannst doch so gehen. Schön, du bist so schwer. Du bist so schwer. Mama, du kannst doch so gehen. Mhm. Okay. So? Ja. Hab trotzdem Rücken weh. Du bist schwer. Ja, so, meine Lieben, wir haben es geschafft, wir sind oben auf dem Gipfel. Ganz oben, ein Traktor ist noch da mit uns. Ansonsten niemand. Und ja, die Mama hatte die Idee, dass wir jetzt mal Gassi gehen auf dieser Hitze. Also ich habe geschwitzt wie eine Minisau. Wie ein Kamel? Minisau. Minisau. Frag nicht, wie es mein Rücken geht. Tut weh, Mama. Da kriege ich eine Massage, oder? Ich weiß nicht, dass er die massieren kann. Ich dachte auch eher an dich. Achso, aber du trägst mich doch nicht, oder? Aber ich trage deinen Sohn. Ja, dann lass ich dich massieren mit deinen kleinen Händen. Deine Arschbacke. Ja, das stimmt. Wisst ihr was, die Mama sagt mir schon seit 18 Jahren, kannst du mich bitte massieren? Und ich sage immer, meine Hände tun weh. Und wenn ich massieren beginne, dann dauert nicht länger als 2 Minuten. Ja. Dann tun meine Hände schon so weh. Das ist eine Lüge. Es ist keine Lüge. Hast du meine kleinen Hände angeschaut? Nein. Können diese kleinen Hände lügen? So, meine Lieben, und so schaut es aus. Einfach wirklich wunderbar. Ich kann die Hände mal reden. Schau, Mama. Ein Platz ist noch frei. Schau, wir passen sogar auf dem Bild, Mama, alle drauf. Naja, mein Kopf ist abgeschnitten. Achso, Entschuldigung, ja. Die Amy ist noch nicht drauf. Amy, komm her. Komm her, Amy. Wir machen ein Foto drauf. Die Sophie ist auch nicht drauf. Wie soll ich ein Foto machen? Alle sind müde vor 10 Minuten gehen. Ja, aber das ist auch bergauf. Naja. Ein Fußdeckel. Die Amy möchte unter der Mama sein.
Ja. Also wie man sieht, sind alle kaputt. Mein Gott, 10 Minuten gehen und das sind schon alle matsch. Inklusive Goldi. Was mit der Goldi im Gesicht? Inklusive Goldi. Die Goldi braucht schon Mund-zu-Mund-Beatmung. Was ist das bitte hier? Da hängt was im Mund raus. Alle Hunde sind unter der Bank, Mama. Sitzt sie jetzt oben auf der Parkbank, oder was? Ja, Sophie, du Wappler. Sie ist gerade aufgegangen, weil sie am die Tisch. Halt ist. Ja, ja. Sie füllt so, ihre Titten ab. Die sowieso extra Würstchen. Möpse. Danke, Bauer. Wie noch? Balkons. Möpse. Balkons. Hupen. Zizis. Wir lieben deine Vokabula. Diese andere Begriffe auch für... Brüste habe ich nicht gesagt. Ja. Wenn euch noch andere einfallen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. So, gehen wir bitte. Weiter. Hallöchen, meine Lieben. Heute ist Sonntag und es ist so warm. So, meine Lieben, die zwei Kleinen schlafen. Wir können jetzt vloggen. Und wir wollten ja eigentlich in die Steiermark fahren, zum Brünnensee, aber ja, es ist nicht umgekehrt, weil es fängt wahrscheinlich zum Regnen an. Also hinter uns, also jetzt ist es, weil wir schon umgekehrt sind, ist es so grau in grau. Wir sind quasi von der Sonne Richtung in den Regen hineingefahren und wir haben geguckt, in der Steiermark regnet es. Aber als wir zuerst geschaut haben in der Wetter-App, hat es erst später zum Regnen angefangen, oder? Ja, auf jeden Fall hat sich das jetzt... Ja, der Plan verworfen mit dem grünen See und wir fahren jetzt irgendwo bei uns in Niederösterreich, wo wir so im Naturpark spazieren gehen können, Spielplatz, dies, das. So, wir sind jetzt im Naturpark angekommen. Wir sind hier im Schwarzenbergpark. Hier waren wir das allerletzte Mal, als die Michelle ein kleines Baby war. Ich glaube, die war ein paar Monate. Aber jetzt bin ich im Spielplatz. Du bist im Spielplatz, schau mal, wie schön es ist. Und hier ist so, also wirklich wunderschön. Und da haben wir so Fotos mit der Sheila noch, wie man das so da oben haben. Speziell, es war sogar noch Winter, weil die Michelle ist ja im Jänner zur Welt gekommen. Ich glaube, es war kurz danach oder so. Papa schaut jetzt, was schaut sie überhaupt hier am Plan? Er spielt jetzt da runter. Also rutschen. Du willst rutschen? Dann gehen wir. Ich hätte ja meinen Hund gesehen, wie sie gucken. Oh mein Gott, ein anderer Hund. Das ist unsere Bande zu Hause. Ja, dann gehen wir zu den Fasanen. Geh mal. Wo gehen wir hin? Wir schauen uns Fasane an. Was ist das? Diese Vögel, die kennst du von uns zu Hause. Diese wilden Hühner. Hast du die schon mal gesehen? Die machen so komische Geräusche. Schaut euch mal an, wie nah die Enten kommen. Die kleine Ente macht wack, wack. Echt? Schaut mal, wie süß. Die sind voll angewöhnt an Menschen. Sind sie Freundinnen? Löse Freundin. Sind das Freundinnen? Schau, wie krass die Nase sind, ey. Da. Oh. Der kleine ist Nase. Die zwei Enten gehen rein. Ja, die wollen auch schwimmen. Wie krass die gewöhnt sind an Menschen. Wow. Welche Tasche? Aha. Wenig. Aber da geht eine Ente, die Ente wenig. Schau mal, wie nah die Enten da sind. Mama, der Ente will nicht da rein. Oh, jetzt sind alle da. Alle. Aber eine ist da drin. Aber eine ist nicht weg. Ja, aber es sind ein paar drin. Und jetzt gehe ich zurück. Ja. Aber jetzt will ich die jetzt zurück. Warum geht die nicht ran? Weiß nicht, warum gehst du nicht rein, Bro? Hey, Bro, geh rein. Sagt nichts. Hat nicht geantwortet. Nein. 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 Geh weiter. So, jetzt ist Wasserpause. Was machst du? Vorsichtig. Nimm zu einer Mäule weg, bitte. Sie können nicht warten. Sie sind ungeduldig. Man merkt, dass sie Kinder sind, oder? Wenn sie nicht warten, dann kriegen sie gar nichts zu trinken. Jetzt ist der große Durst ausgebrochen. Aber sie haben schon Feuer. Gib noch. Ich liebe dieses Geräusch. Genau. Schönstes Geräusch ever. Oder? Luisa, du bist ja kraxelt auf mir. Ah, ich flieg gleich um. Wann hast du das letzte Mal Wasser getrunken, bitte? Vor 15 Minuten eigentlich, oder? Letztes Mal war die Mama Brust.
Die Lucy, die Bella zu kriegen. Ja. Die Lucy hat ihre Kralle. Deine Schüssel gehört nur mir. Nimm deine Pfote raus. Hey, ich mag auch einen Schluck Wasser. Muss ich auch aus dem Napf trinken? Komm, Jana, ich will auch trinken mit deinem Napf. Hey, du Napf. Du auch durst? Ich habe noch gar nicht getrunken. Achso, ich wusste nicht. Du bist gemeint, du bist gemeint. Wieso hast du nicht mit Sophie? Warum ist der Papa gemein? Nicht gemeint? Der hat auch getrunken. Bitteschön, alles in die Verdursten. Alles in gemeint. Wir sind jetzt am Spielplatz angekommen, wie man den Geräuschspiegel erkennen kann. Der ist riesengroß und mega, mega schön. Schaut mal, hier sind unsere. Und hier ist so groß ist der. Ja, wir sitzen ein bisschen jetzt auf der Bank. Papa macht hier Welpentraining. Bella sitzt. Super, machst du das. Sehr schön. Ja, Opa, Entschuldigung, Bella. Ich finde Bella auf mich. Nur für die Braven, ne? Also die Schlimmen müssen verdursten. Mit die Zunge in die Flasche reinstecken. Da ist jetzt wieder kleine die zuschauen. Schätze. Ja. So. Auf der Wundheit tragen wir nur Glasflaschen. Ja. Wie geht's deinem Rücken? Das ist wie Physiotherapie. Was macht ihr das? Der Papa und die Mädels, hat eigentlich alle Kinder mitgenommen, sind jetzt kurz ein Eis holen und die Welpen, die sind so gut zur Ruhe gekommen, hört euch das an. Ich bin ja so stolz auf die, dass die auch ja, zur Ruhe kommen können, wo auch andere Menschen und Kinder sind und ja, dass sie hier einfach so Platz machen. Ach, da freue ich mich so darüber. Die einzigen, die noch da sind, sind, wenn ihr sehen könnt, Patrick und Luisa. Die schaukeln dann nämlich und die anderen sind alle Eis holen. Ja, ich bin so müde, ist so entspannend hier. Wirklich so ein schöner Park. Wir waren ja schon so lange nicht mehr und ich habe diesen Park schon öfter vorgeschlagen, wenn der Papa gesagt hat, hey, sollen wir heute was machen. Ich wollte immer wieder mal daher zurückkommen. Und es ist wirklich so schön hier, weil es nicht so viele Leute kennen und so eine Ruhe ist, weil er auch so groß ist und ja, so ein angenehmer Flair hier in diesem Park. Da ist ja der Papa. Ich habe dir Cola gekauft. Und was isst du, Papa? Isst du auch dieses Karamell, Magnum? Nein, ich habe ein veganes gekauft. Ja, das ist Patrick. Dragon. Dragon. Dragon von mir. Magst du mal probieren von mir? Nee, ich bin was da ist, oder? Mama, ihre Double Karamell Billionär. Magst du mal probieren? Ich habe auf jeden Fall ein echt leckeres Eis. Das Gold Millionär, Billionär, das heißt, schmeckt echt gut. Papa, der. Dollar. Ja, ist aber lecker mit Karamell und so. Nie mit Eis geschlabbert und schau dich mal die Lucy an. Lucy, was ist das für eine Schlafposition? Sieht sehr angenehm aus. Die armen Hunde sind mega komplett ausgebaut. Eingepackt. Schon wieder? Warte, ich gebe dir ein Feuchttuch. Die habe ich bekommen, weil ich bei McDonald's gespendet habe. So, wir wieder im Auto. Wir waren jetzt kurz zu Hause, haben die Welpen abgeliefert. Der Patrick war schnell auch noch Gassi mit Sophie, Emmy und Goldi. Dann haben wir sie gefüttert und jetzt gehen wir was essen. Wir haben heute keinen Bock auf Kochen, deswegen gehen wir jetzt chinesisch essen. Bei uns hier im Nachbarort sozusagen. In der Nachbarstadt. Das ist kein Ort. Oder ist ein Ort? Dorf. Eher größere City. So, die Kinder sind ein richtiger Mampfen. Habt ihr alle Hunger? Wir sind hier bei unseren Chinesen des Vertrauens. Ihr kennt uns schon. Ja, gleich. Auf jeden Fall werden wir jetzt auf jeden Fall mal Ruhe essen und die Kamera weggehen. Oh, Baby ist auch. Oh, Baby ist auch wieder. Wo siehst du? Hier von mir? Okay. Soll ich umdrehen? Ja. Oh, Papa. Ich wollte euch zeigen, was ich mir jetzt genommen habe. Ich habe mir ein bekanntes Süppchen so auch. Also wir werden jetzt auf jeden Fall mal essen und werden später. Hier seht ihr den Papa, der sich nicht entscheiden konnte. Von jedem ein bisschen was, gell? So, jetzt gehe ich schauen, okay? Au. So, ich habe mir jetzt das geholt. Diese, ja. Magst du sowas, Papa, gerne? Nein. Wieso nicht? No.
Und ich liebe auch immer diesen gebratenen Sushi. Bisschen Reis, bisschen Nudeln. Aber zuerst muss ich meinen Sushi hier drauf essen. Dort. Die Lisa hat den Butterbrotie genommen. Zeig mal, Lisa. Und? Ist gut? Die Michelle hat Luisa hat Nachschub bekommen. Und ist die Luisa jetzt glücklich? Da mal, ich kann. Ich schmeckt ja. Gut. Ich schmeckt Wackelpudding. Es schmeckt gut. Ich probiere mal die grüne. Ja, ich mag Wackelpudding. Bandi wollte auch immer, dass ich den Wackelpudding kaufe, als er klein war. Und dann hat es einmal probiert. Probier mal, Kirsche.